Hallo und herzlich willkommen im Ekel-Let's Play mit... Was ist das? Eine große Spinne. Im das ist eine riesige Monsterspinne. Gleich nochmal. Ja, ich komme. Wo ist er? Wow! Oh, sie quietscht auch ganz komisch. Ist sie tot? Nee. Die ist ein bisschen jetzt... Oh, die ist aber ein bisschen groß. Aua. Hat die mich... Oh Gott, es hat lange Beine und es bewegt sich nur so halb und... Es erinnert mich ein bisschen an diese Folge von Robots und Love. Netflix. Die habe ich noch nicht gesehen. Unbedingt gucken. Oh, oh, ich habe gerade so Nackenverkrampfung. Aber wenn hier eine ist, dann muss doch irgendwas hier sein. Mhm, bestimmt noch eine zweite. Die wollte ich mit dir paaren. Das bricht gleich den Rücken auf und es kommt also das mit dem Paaren heute raus. Oh, ist mir schlecht gerade. Hör auf jetzt. Ja, so. Du Arsch. Hier ist noch so ein, also, so ein Speimon. Wie bei Arachnophobia. Hat das Gold. Da war Gold. Oh, da ist noch einer. Hallo. Warte, warte, warte. Ich will mich paaren. Warte doch. Hat sich auch ausgepaart. Ja, mein günstigsten Befruchtungsstick. Den möchte ich gerne reinrammen. Schwefel. Du alles findest. Du hast Schwefel gefunden? Ja, die Regie beschließt gerade den Arachnophobia-Modus anzumachen. Ja, da gibt's dann Katzenköpfe, aber ob ich das besser finde, ich mag Katzen, ja, dann habe ich Phobien vor Katzenköpfen. Das ist jetzt auch in meinem Fall nicht so. Die sind doch so 2D-ig. Die rennen da auf dich zu. Hier ist Kalkstein. Die sehen auch ein bisschen doof aus, aber gibt ja Leute, die können es ja nicht weitermachen, ne? Das ist dann. Naja, ich find's jetzt nicht gerade entspannend, wenn so, weißt du, so die entlanglaufen. Das hängt so. Mag ich nicht. Ich mag keine Spinnen. Ich? Mag keine Spinnen. Früher in der Schule, ich weiß nicht, ob das auch in der Schule gab es immer so, wo so ein Wanderzirkus vorbeigekommen ist oder so ein Fakir und er hat dann Schlangen mitgebracht und Vogelspinnen, weißt du, dann konnte man sich die auf die Hand setzen. Es war aber auch 1985 oder sowas, ne? Oder das, 75? Ja, ja, so in der Schule halt, wurden die halt so, dass man halt die Tiere kennenlernt. Ach, das ist so eine Riesenzecke. Dass man halt so ein bisschen die Tiere kennenlernt. Das Schlimme ist ja, ab einer gewissen Größe Spinnen willst du ja auch nicht mehr draufschlagen, ne? Das geht ja nicht. Macht ja Flecken. Ja, kann man überhaupt eine Vogelspinne zerquetschen mit dem Fuß? Das ist meine Frage. Stimmt. Also mit meinem Gewicht zerquetscht ihr einiges. Da ist nicht nur eine Vogelspinne gefährdet. Was ein Stück Shit hier. Ich habe Schuhgröße 47, 48 und, ne, und gewisses Gewicht. Also da kann man schon... Man will aber keine Vogelspinne zertreten. Ich meine, das ist noch so viel. Kannst du da mal kurz beigehen? Intervenieren? Ja, ich guck mal. Muss man die Pilze mal sammeln? Hier ist doch noch eine Schnecke, warum ich nehme die Schnecke mit. Da kommt man nicht dran. Muss ich erst wegsägen? Was ist denn das? Kann man das wegsägen? Tatsächlich. Ich nehme eine grüne Elektroschnecke mit. Wo sind wir eigentlich in welchem Gebiet hier? Ich dachte, wir hätten im Dschungel gestartet. Das hat doch alles viel mehr mit Dschungel zu tun, als wir jemals in unserem Gebiet gesehen haben. Das stimmt, ja. Das ist auch mein Gefühl. Oh, da oben ist eine gelbe Schnecke. I'll go for it. Oh ja. Catch the yellow snail. Ui, so. Oh ja. Ist da was? Pest, ja. Oh ja, ist ein Monster. Wow. Hallo. Oh, was ist denn das hier? Das ist ja, boah. Bild. Ui. Das ist das Biom, aus dem ich Öl geholt. Da gibt's Öl hinten. So. Morchel City. Ja, sieht komisch aus. Das ist aber auf jeden Fall nochmal so ein Computerding. Aber hier ist doch auch schon wieder ganz viel Grün. Das ist doch der Übergang ins grüne Gebiet, oder? Wo uns Nein, das finden. Ist nur hier die Strecke und dann darunter wird es sehr karg. Das hast du noch nicht gesehen, oder was? Da. Pilze. Oh. Hier sind noch zwei Viecher unten. Ja. Hey Leute. Ja, das Jetpack macht es auf jeden Fall einfacher, ne? Ja, viel. Hallo. Kommen Sie und sehen Sie. Oh, sorry. Ich hab dich gehauen. Oh, schon wieder. Ah, schon wieder. Schon wie du gleich abdriftest denn. Ah, geil.
Sorry. So, haben wir irgendwas zu futtern? Ich habe noch mal Bären dabei, die ziehe ich mir jetzt kurz rein. Ja. Lass mal Richtung Osten, Südosten hier rein, kurz mal. Dadurch, durch den Canyon hier, meinst du? Mhm. Hier ist auch so ein, das ist auch der geilste Vogel aller Zeiten. Was bist du denn für ein Schweinehund? Der... Nee. Da hat dich angegriffen. Nee, hat er nicht. Okay. Er ist weggerannt. Naja, der konnte ja auch nicht mehr fliegen, der war bestimmt... Der war krank. Der trinkt mit offenem Schnabel nach oben. Nee, ich glaube, der Vogel war krank. Muss ja keine Gedanken machen. Ah ja. Der ist ja gut. Oha. Lag. Oh, ja. Genau im richtigen Moment hat er wieder angefangen. Oh, hier ist auch was. Oh, was ist das? Ein Golem. Rohquarz. Guck mal. Golem? Oh. Ich dachte vielleicht irgendwie ein Quarz. Du schon wieder mal einen Quatsch erzählen. Oh. So. Die Mam. No, oh nein, ich wollte gerade einen Screenshot machen, hast du es in dem Moment zerstört. Oh, es tut mir echt leid. Sieht aber trotzdem genauso aus wie... Kupfer. Und... Nee. Hier ist schon wieder der Vogel. Guck mal, das ist doch krank, der kann nicht fliegen. Da. Ja, guck mal, du jagst... Oh doch, es kann. Oh, dass das abhebt mit dem Mini-Flügel. mit dem Schwanz? Hier schwoben Steine. So. Hier schweben Steine, was ist das hier? Stone Levitation. Ja, hier ist, hier musst du vorsichtig sein. Hier ist krasse Gegend. Also, wo sind wir hier? Die schubsen? Au, au! Au! Ja, lustig. So, kleiner Kacker. Lustig! Sieht ja cool aus. Hat so ein bisschen was von No Man's Sky, ne? Wenn irgendwie du schon, ja. Kommst und denkst so, was ist denn das? Ich will weiter Richtung... Warte nur. Spinnen? Ja. Wo bist hier du denn? Da bei dir, direkt hinter dir. Ja, sind nur kleine. Nur kleine, ist egal. Klein, groß, alles fies. Da hinten sind noch mehr und jetzt... Oh. Hi, na, ihr kleinen süßen Krabbelfiecher. Oh. Ja. Nee, nicht. Nee. Hat er noch mehr? Das ist ja eine Höhle oder was? Alter, was hat sich denn diese Spinnen ausgedacht? Vinias? Ja, bitte? Nicht mich angreifen. Hilfe? Hilfe? Aua? Hilfe? Ich sterbe gleich? Ja, warte. Komm mal. Habe? Alles okay? Nimm mich. Hier ist doch immer noch was, ich höre doch immer noch was. Nee, nee, die knattern. Die knattert nach. Hör auf zu knattern. Oh, da kommt noch was, oder? Aber hier sind noch mal. Was? Spinne Tech. Die ist für dich. Wo? Ich werde so ein bisschen panisch. Nee, die knattern so nach da. Und vor allem auch mit dieser Performance ist es. Guck mal, wie sie guckt. Oh, die denkt nach. Sie denkt sich, bin die Letzte. Die tauntet doch, oder? Die Letzte überlebt, die macht was? Taunten, also Drohgebärde. Ist das doch, ach so, oder? Ja. Dachte ich. Oh, sie kommt. Jetzt bewegt sich. Es bewegt sich und es knattert. Ekelhaft, geh weg. Komm her. Ekelhaft, ich komme. Augen auf, ey. Dann muss, wo ich mal ist die gucken. Mama? Jetzt kommt bestimmt gleich die Mama. Ich muss mal kurz den Kater umsetzen. Die Mama hat man schon. Die muss den Kater umsetzen. Ja, der. Keine Hülle leider. So, jetzt. Ach, Kater hinsetzen, sehr gut. Mit Kater ist aufnehmen ist immer so ein bisschen schwierig. Ich will mal Richtung Osten, Südosten weiter. Mhm. Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Dir. Impure. Was ist das? Kupfer. Hm. Oh, hier ist Gift. Oh, direkt vor uns Gift. Zurück. Rechts rum. Sieht aber schon komisch aus, ne? Als würde hier wirklich die Mutterspinne leben.
Ja. Sieht aus wie ein früheres Meer. Die Korallen sind noch am Leben. Ja, und die Meerspinnen. Da hinten ist die gemeinte. Hier sieht echt krass aus, ne? Also so. Ja, total. Auch du siehst ja auch diese Korallen oder was man jetzt als Korallen bezeichnen würde. Greifst du da gerade was an? Nee. Wieso? Ich screenshotte gerade. Ah ja. Hier kommen jetzt diese Platzviecher. Na komm. Ah, diese Schnatz. Schnatz. Oh, du schaffst das. Klar. Also was mich so ein bisschen stört, ist, dass so milchig ist die Grafik, weißt du, so viel wie... Nicht? Oh, du schlägst mich doch. Was denn? Ich hab dich nicht geschlagen, Ich hab das Vieh zerschlagen. Ja, du hast gar nicht zerschlagen. Natürlich. Laber. Laberababab. Soll ich wegsägen? Hast du, ja, leck. Ja. Leck weg. Grüne Elektroschnecke. Ein sogenannter Slurp. Wie waren wir? Zwei gelbe, eine grüne bisher. Ich habe eine grüne. Und die ganze Batterie nehmen wir einfach mal mit. Achso, und dann war Richtung Osten, war am Strand noch so ein Computer. Osten am Strand, okay. Also übers Meer fliegen jetzt, oder was? Ah, ich sehe es, ja. Oh, da sind aber noch ganz viele Schnatzschnecken. Du weißt, was ich meine. Ja. Es ist kein Problem. Hier ist aber irgendwas mit der Welt ist hier noch nicht in Ordnung, wie ich hier die Pilze schweben sehe und so. Ich hab extra, was denn? Ich hab einen Hund. Komm mit, Diggi. Was? Wo? Was ist denn los? Ich hab einen Hund. Hast du ihn gezähmt? Ja. Wie hast du das geschafft? Ich habe das noch nie hinbekommen. Ich habe die nur hingelegt. Relativ viele, 14 Stück. Auf den Boden geworfen. Ja, guck mal, kann ich reingucken in ihn. Der kann was finden. Der Echsenhund. Kannst du da auch reingucken? Ja, jetzt folgt er mir. Komm mit, Hund. Bist du nicht ganz dicht? Nicht. Ja, du musst nochmal ansprechen, dann ist er wieder dir, glaube ich. Alter, die Scheiße. Reingucken in den Hund. Ich kann mal... Aha. Das ist doch deine liebste Beschäftigung. Ich kenne das doch. Ah, der pupt was aus. Wenn ich auf den drauf drücke. Ah, nee, warte. Oh, Hundi, pass auf. Oh, du Dreck. Oh, das gibt's doch nicht. Ich kümmere mich um ein Schnätzchen. Oh, ein Mist. Er freut sich voll, der Hund. Ein paar viele Dinger zerschlagen wahrscheinlich. Wahrscheinlich waren das seine natürlichen Fressfeinde und... Boah, Fleisch mal, du kannst ja nicht da... Ich dachte, das macht Sinn. Ja, hat Sinn gemacht. Oh, der macht gleich nochmal oder was? Nee, der puppelt ja, doch. Kann ich aufmachen. Nochmal ein Computer. Ist ja unfassbar, was er da Computer findet. Nicht Computer, Festplatten, verdammt. Oh, sind... Ja, Schnatzen. Schnetzels. Dreckschei. Schwarz. Ich hab so ein bisschen Angst. Ey, Fifi mit seinen Latscho-Ohren, mit seinen Wackel-Jaja-Bings-Gedöns-Ohren. Hast du? Entschärft, ja. Ja, ich hab ihn entschärft. Oh, dahin. Oh nein, du hast den Hund entschärft. Ja. Na toll, das direkt weg. Nee, der rennt da hinten. Oh, kann nicht so eine blutende Leiche hier liegen? Ist da was? Oh, hier sind ganz viele Spinnen, die gehen auf den Hund. Die gehen auf den Hund? Der ist da? Ha, wie die immer zerplatzen. Ach Gott, diese Beine. Spielst du die Beine? Der will irgendwo hin. Der will uns was zeigen. Ach, so. Ich glaube, ich habe ihn verschreckt und dann, oh. Ich hole mir einen Elektro-Slurp. Hä? Achso. Ist schon wieder ekelhaft hier. Ist schon wieder. Was ist das? Ja, so. Dieses Geschnatze da von den Dingern. Ja.
Nennt man das so? Ist das die ungarische Fachsprache dafür? Absolut. Geschnatze? Geschnatzel. Ich probiere mal hochzukommen hier. Oh, Alter. Aber knappe Kiste, wa? Ja, das ist eine knappe Kiste. Hier macht irgendwas, macht die Geräusche. Ist noch ein Schlörp? Oh Gott. Also, ey, sind auch Stinkepflanzen. Die gasen hier rum. Das ist ein Riesengas. Ein Gas, Hund. Ein Gahu. Oha, ein Gahu. Oh! Du, Reno. Ich glaube, wir gehen wieder runter, oder? Nein, den kriegen wir jetzt. Schlitzlalolo. Helfe dir. So. Hast du Augen? Hast du keine Augen? Kannst du überhaupt was sehen? Achso, hast mich gefragt, ob ich Augen habe. Den Schlitzel-Schnatzel habe ich gefragt. Sonst Slurp? Essen her. Ja, aber nur für Scheiße da. So. Wieder Heiler. Ja, jetzt ist hier auch eigentlich fast Ende der Karte. Die Frage ist... Hier in Mortal City. Wo könnten wir jetzt nochmal so ein... Wie viel Dings hast du? Wie viel Computer? Drei, ne? Warum sortiert das nicht? Drei, ja. Mhm. Wollen wir die erstmal nach Hause bringen? Ja, hätte ich gesagt. Also ich glaube, so viele Rezepte, die wir noch erforschen können, gibt es gar nicht mal. Auf Benzin neigt sich ja dem Ende. Oder also, ich bin jetzt bei 50. Benzin noch. 47, ja. Probieren wir hier irgendwie straight zu gehen, wa? Jo. Denn wenn wir es mal erforschen... War aber ein schöner Ausflug, vor allem auch mal diese Welt hier zu sehen. Ja, absolut. Auch wenn ich jetzt Spinnen nicht mag, aber dieser komische Schlappohrhund, der auf seine eigenen Ohren fast getreten ist, ist schon... Der ist schon ein Highlight. Lebt der noch? Mhm. Ach nee, der ist ja... Der hat jetzt Angst vor uns. Du hast mich geschubst in ihn hinein. Nein, du hast ihn geschlagen. Oh, was ist denn das? Hier ist so eine Sphäre. Ich hab die Säge, Moment. I highly recommend to harvest the specimen. Mercer Sphere. WIP. So, gehen wir jetzt hier hoch, oder was? Nee, lass mal hier. Oh, da ist noch ein Slurp. Ich lerne ihn jetzt einfach so, die Viecher. Oh, hier sind noch Spinnen, das ist Bock. Du wirst beschossen? Warte, ich komm runter wieder. Nee, Spinnen habe ich grundlegend keinen Bock. Wo bist denn du? Ich habe hier so einen Slurp geholt. Ich bin oben. Ich komm hoch. Wo bist du? Ach, du bist noch in Höhe. Okay. Was schießt denn hier mich? Tatsächlich? Ist hier Gas? Geh hier rüber. Und im Zickzack nach oben. Genau. Ist noch ein Slurpy. Oh, der stottert sich gerade ab, als würde die ganzen Gegner hier nachladen. Kannst du mir folgen? Ich verstehe, was du sagst, ja. Sieht geil aus. Also ich finde diese lilanen Kristalle sehen aus wie so... Wie Lederkristalle. Ja, bin jetzt hier auf jeden Fall schon mal im Grünen wieder. Ich habe noch Fotos gemacht. So, ich komme. Wo bist du da? Bist du vor mir? Ja, scheint so. Ja, sehr nice. Dude. Sehr, sehr nice. das ist so drin, ne? Oh Gott. Ja, ist wie schwierig. Schwierig ist ja leider ja nicht mehr so in Benutzung bei mir, ey. Das ärgert mich ein bisschen. Hat sich ausgeschwierigt. Oh Gott. Hier summt irgendwas. Ich höre was summen. Klar. Oh, hi.
Hier so ein bisschen. Hä? Ich höre auch was. Ah, da sind Viecher. Ah, okay. Hier sind noch Spinnen. Die greifen. Machst du jetzt einen Plan oder was? Hä? Ich überlege, ob die Spinne einen Plan macht. Ob die mich sieht, zuguckt und kommt zu lernt. Dir. Meinst du, die lernen von uns? Also. Ja, die guckt Bewegung? So. Die Spinne guckt so, als würde sie lernen. Du bist ja niedlich. Ich glaube, sie sind intelligenter als wir. Guck mal, sie baut die Base weiter. Oh, hier schnatzt es aber ganz ordentlich. Ja, ja. Hier wäre jetzt so Gas. Schnatz City. Habe ich hier nicht. Nein, ich bei. Warte mal. Boah, das hört sich aber an wie eine Brausetablette, die aufgelöst wird hier. Das wäre doch eine lustige Sache. Oh, Stinke, Schnatz. Was ist denn das für ein Erz da an der Wand? Was ist denn das? Ich habe uns mal hier wo bist du? Hinter dir? Ein Sensor hingestellt. Ja, hier, guck mal, da ist so ein, siehst du das, was an der Wand klebt? Sieht aus wie eine Kupfererzader oder sowas. Ah, oh, das ist oder wo? Nee, ich sehe nicht. Sind ja, das Spinnen. Wird Kupfer sein, ja, ja, das wird Kupfer sein. Lass mal weiter. Alles klar. Weiter gehen. Müsst doch langsam mal wieder durch, da sehen wir doch schon einen Aufzug. Sind wir schon fast zu Hause. Also bald. Den sieht man über die komplette Karte. Liegt wahrscheinlich daran, dass er bis in den Himmel geht. Das ist nicht unkorrekt. Danke dir für diese Info. Aber das muss schon sagen, das Jetpack ist schon echt ja. Super. Es ist Quality of Life mäßig. Weit vorne. Hier ist so schön gelb. Oh, diese Farben. Diese Farben. Ich sehe Farben. Sieht aus, als wäre das ganze Tal verseucht, oder? Ja, stimmt. Boah, was ist das gerade für eine Farbenflash hier? Wir haben ein bisschen viel Spinnen. Ist das nicht die Brücke, wo wir jetzt oben unten waren, wie ich noch sagte? Nein, nee. Das sind nämlich nicht diese lebensmäßigen Riesenbäume da. Das waren nämlich bei der Brücke. Puff, puff. Puff, puff. Wo lang? Da. Ich gehe jetzt straight, ja. Ja. Guck ich hier nochmal ein bisschen rum, ob ich noch ein Slurby Murby finde. Sieht nicht so aus. Was ich halt gesehen habe, man kann sich ja aus den Förderbändern wie so eine Rampe bauen, mit der man sich genau. Den Himmel katapultiert. Hab mich beim Blitz gesehen. Blitz, klar. Hier heißt ja nur noch Blitz, dann ist ja nicht mehr. Oh, hier knurrt irgendwas. Na, hat der Fleischer mal dich angegriffen? Ja, ich hab's dir gesagt. Ich hab gesagt, der knurrt was. Aber du wolltest ja nicht hören. Tier. Mach der Fleischer mal. Okay, dann weiter Richtung Heimat, wa? Ja. Oh, es knurrt. Da vorne, die greifen dich an. Komm mal. Ich brauche auch diese ollen Alien-Panzer nicht mehr, ne? Mm-mm. Haben wir die für irgendwas mal gebraucht? Ja, könnte doch mal sich Biodiesel draus machen? Oder so, ja. Ja, genau. Genau so war's. Könntest du Diesel draus machen. Oh, stoppel, 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 zuppel, zuppel, zuppel. Das ist, au, ah, au. Das, ah, da, groß. Hier, bei mir. Schwierig. Oh, wow, wow, wow. Ich hab ihn getötet, aber hier knurrt noch irgendwas und es ruckelt gerade wie die Hölle. Flüchte, fetter Papagei. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende. Oh Gott, ey. Warum ist das Spiel gerade so komisch? Das ist, glaube ich, die Umstände, ne? Das sind die Umstände. Klar. Was wolltest du denn den Papagei wieder hauen? Mm-mm. Vielleicht deswegen. Vielleicht Karma? Nein, das ist. Achso, Karma könnte sein. Karma, 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 on. So. Ja, dann mach aus. Ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge von Satisfactory.
Und wir sehen uns noch zu einer weiteren Folge wieder. Bevor wir Lebewohl sagen aus Shuffle. Ich kann kaum noch spielen, ey. Ich habe 2 FPS gefühlt. Ja, lass mal neu starten. Bis dann. Genau. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.